Herzlich willkommen zum ersten Termin unserer Social Media Vorlesung im Wintersemester 2020-21. Aufgrund der momentan ja stark ansteigenden Covid-Situation ist von Seiten der Uni natürlich auch das Bestreben gegeben, möglichst viel, mit möglichst großen Anteil der Lehre, dort wo das eben sinnvoll möglich ist, online abzuhalten. Bei unserem Thema, bei Social Media, bietet es sich natürlich ganz besonders an, auch tatsächlich Social Media Plattformen zu nutzen. Das ist auch der Grund, warum ich die Plattform über Twitch streame. Eine, für die von Ihnen, die es vielleicht nicht kennen, eine Video-Streaming-Plattform, die aus dem Gaming-Bereich kommt, also auch ein relativ neues Genre. Es gibt viele professionelle oder zumindest unterhaltsame Computerspieler, die sich beim Spielen filmen, das eben streamen, und ja, Twitch ist eine Plattform, die speziell dafür gebaut wurde, gehört mittlerweile Amazon und ist auch sehr gut geeignet für alle Arten von Videostreams. Ja, was steht heute auf unserem Programm beim ersten Termin? Zum einen einige organisatorische Hinweise zur Vorlesung, wie wir das Semester gemeinsam gestalten werden, bis hin zum Ende im Jänner mit der schriftlichen Prüfung, die auch online stattfinden wird. Und thematisch heute am Programm einerseits die Rolle von Social Media im Gesamtkontext von der Online-Kommunikation oder des Online-Marketings sowie einige Definitionen von Social Media und ein paar geschichtliche Anmerkungen. Aber zuerst, wie gesagt, Sie haben das vorher nicht gehört, also auf Twitch steht Ihnen ein Chat zur Verfügung, den können Sie selbstverständlich gern nutzen. Die Registrierung auf der Plattform funktioniert auch ganz schnell und Sie können mich natürlich sehr gerne auch jederzeit unterbrechen. Wie wird das Ganze ablaufen in diesem Semester? Es gibt immer am Donnerstag um 9.45 Uhr, also zur gewohnten Zeit, den Livestream zur Vorlesung. Wir haben insgesamt 13 Termine in diesem Semester und die Social Media Vorlesung, das wissen Sie, ist zusammengesetzt aus zwei Teilen. Das hier ist Social Media A. Professor Anni Walter hält den Social Media B Teil und die Abschlussprüfung am Ende ist eine gemeinsame Prüfung über beide Prüfungsteile. In der Social Media Vorlesung B geht es um den wissenschaftlichen Aspekt von Social Media, Untersuchungen, Theorie, Social Media Forschung. Bei mir in Social Media A befassen wir uns mit den praktischen Aspekten. Und dazu gehört einerseits die Morphologie von Social Media, aber eben auch Marketing, Social Media Advertising, Dramaturgie, Storytelling und so weiter. Die Prüfung wird dann so ausschauen, dass Sie 10 Fragen bekommen, voraussichtlich offene Fragen, das klären wir aber noch genauer, und wird online über Moodle stattfinden. Wir hatten das jetzt bereits zweimal, hat sehr gut funktioniert. Und ja, aber ich sage mal, wenn Sie den einzelnen Streams oder beziehungsweise den einzelnen Videos aufmerksam folgen, dann sollten Sie keine gröberen Schwierigkeiten mit der Prüfung haben. Außerdem an dieser Stelle herzlich willkommen, liebe Flora. Flora Tosaki ist unsere Vorlesungstutorin. Sie wird sich um viele organisatorische Aspekte kümmern und betreut auch das Forum im Moodle. Was mich gleich zum nächsten Thema bringt. Die Vorlesung wird hier live um 9.45 Uhr jeweils auf twitch.com/data.one gehalten und im Anschluss an die Vorlesung, oder spätestens am nächsten Tag, werde ich die Videos auch jeweils auf YouTube hochladen und dann in Moodle reinstellen. Und Sie finden im Moodle dann auch die weiterführende Literatur und die weiterführenden Infos bzw. Fachartikel und Links zu Videos, die wir hier in der Vorlesung besprechen. Ja, soweit zum Organisatorischen. Es ist eine Vorlesung, bei der keine Anwesenheitspflicht besteht. Das heißt, das bleibt mehr oder weniger Ihnen überlassen und es gibt grundsätzlich auch keine verpflichtenden Übungen. Wir möchten es Ihnen aber ein wenig einfacher machen, die Prüfung zu bestehen, und deswegen wird es im Laufe des Semesters 2 freiwillige Übungsarbeiten hier bei mir und 2 freiwillige Übungsarbeiten bei Professor Walter geben. Die werden im Moodle angelegt. Überschaubarer Aufwand, sage ich mal. Sie werden einen kurzen Text schreiben und hochladen müssen. Und wenn Sie diese Übungsarbeiten absolvieren, dann bekommen Sie Bonuspunkte für die Prüfung und können sich insgesamt um einen Notengrad verbessern. Kann ich nur empfehlen. Ja, unkonventionell, man muss sich eben in Corona-Zeiten, muss man eben die Technologie oder die Infrastruktur, die wir mittlerweile ohnehin haben, natürlich möglichst ausnutzen. Also wie gesagt, Moodle habe ich am Dienstag, glaube ich, angelegt. Sie finden dann die einzelnen Teile der Vorlesung hier drin. Und eine Kleinigkeit noch, eine Änderung zum vorigen Semester.
den Live-Besuch der Vorlesung etwas attraktiver zu machen, werde ich jeweils im Anschluss an die einzelnen Einheiten einige Minuten lang darüber sprechen, welcher Teil des Stoffes prüfungsrelevant ist oder was Sie sich ganz genau anschauen sollten. Und diese letzten paar Minuten werde ich jeweils nicht auf Moodle raufstellen. Wenn Sie sich schon die Zeit nehmen, hier live dabei zu sein, dann sollten Sie natürlich auch etwas davon haben. Zlob25, guten Morgen. Ja, ansonsten, wenn Sie Fragen haben, wäre jetzt der richtige Moment, dasselbe in den Chat zu tippen. Und eine Sache noch, wir haben maximal bis 11.15 Uhr Zeit. Es wird mindestens 2 Gastvorträge auch im Lauf der Vorlesung geben. Und wir werden aber nicht, wahrscheinlich voraussichtlich nicht bei allen Einheiten bis 11.15 Uhr brauchen. Ich spreche zwar sehr gern lange, aber Sie wissen vielleicht aus der Psychologie, aus vielen Untersuchungen, die man da gemacht hat, was die maximale Aufmerksamkeitsspanne eines Zuhörers ist. Ist Ihnen das bekannt? Sozusagen, wenn sich jemand wirklich konzentriert und einem Thema genau zuhören möchte, wie lange man konzentriert zuhören kann, bevor quasi unweigerlich 20 Minuten. One Lyro liegt da schon sehr gut. Es liegt tatsächlich bei 20 Minuten, genau genommen 18 Minuten, war so der Mittelwert, der deinen Untersuchungen rausgekommen ist. Und das ist übrigens auch der Grund, warum TED Talks, also diese Kurzvorträge, immer genau 18 Minuten dauern. Jetzt ist es natürlich so grundsätzlich, und das haben Sie sicherlich auch im Laufe des letzten Semesters selber schon bemerkt. Ich sage mal, Online-Kommunikation kann in sehr vielen Fällen Face-to-Face-Kommunikation ausgesprochen gut ersetzen. Ich denke, Corona-bedingt und auch bedingt durch die ersten Ausgangssperren war es jetzt natürlich so in den letzten Monaten, dass es eine ungleich höhere Zahl von Zoom-Meetings gab. Einerseits der Schulunterricht während des Lockdowns fand, zumindest soweit die Schulen oder die Lehrer auch dazu in der Lage waren, sich kurzfristig umzustellen, über Online-Plattformen statt. Im beruflichen Bereich gehören, sage ich mal, Teams und Zoom-Meetings mittlerweile definitiv zum Standard. Und man muss natürlich, oder eine Gesellschaft muss auch lernen, mit diesen Tools umzugehen. Und für mich persönlich ist das immer sehr spannend, auch zu betrachten im Vergleich. Ich bin ja immer wieder in Unternehmen auch unterwegs. Wenn Sie ein Meeting vor Ort haben, dann passiert natürlich in der Regel sehr viel mehr Socializing. Es werden Brötchen verteilt, Kaffee geholt und so weiter. Während Online-Meetings tendenziell dazu tendieren, wesentlich fokussierter abzulaufen, auf der anderen Seite bekommt man natürlich deutlich weniger Feedback vom Gegenüber. Das ist für mich jetzt bei der Vorlesung natürlich hier auf dieser Plattform, die wir verwenden. Ich nehme deshalb Twitch, weil über 300 Studierende angemeldet sind und es bei Twitch auch keinerlei Probleme gibt mit größeren Streams. Das ist natürlich hier noch verschärft, weil ich ja sozusagen jetzt in meinem gemütlichen, geheizten Büro sitze mit meinem, sag mal hallo, mit Bulla neben mir. Und, hallo, schon gewohnt die Vorlesung, die kennt auch bereits den ganzen Stoff. In meinem Büro sitze und im Wesentlichen in einen leeren Monitor reinspreche. Ob Sie sich jetzt gerade ein Frühstücksbrot streichen oder konzentriert an meinen Lippen hängen, kann ich natürlich nicht wissen. Und das ist auch ein Feedback, das ich von vielen Kollegen und vielen Vortragenden bekommen habe. Das kann dann durchaus natürlich auch als weniger emotionale Involvierung begriffen werden. Aber wir haben ja den Chat hier als Rückkanal und ich möchte Sie auch bitten, den ausführlich zu nutzen. Julia Jutta fragt, ob es Folien geben wird. Ja, es wird ein paar vereinzelte Folien geben. Ich bin aber nicht so der große Folienfan. Das heißt, der Unterricht wird in erster Linie Vortrag sein mit einigen Videos, ein paar Folien und Grafiken, die wir besprechen. Aber ja, alles an Material, das es zur Vorlesung gibt, werden Sie dann anschließend im Moodle finden. Skriptum gibt es keines. Das heißt, für den Prüfungsantritt ist es auf jeden Fall ratsam, sich dann die Videos anzusehen. Haben Sie ansonsten noch Fragen? Sie können sich überlegen, ob Sie noch Fragen haben. Ich möchte ins Thema einsteigen mit einem Video von Eric Qualman. Auf jeden Fall eines klar, durch diese Entwicklung von Social Media, durch Plattformen wie am Anfang MySpace, später Facebook und so weiter, ist es zu einer unglaublichen quantitativen Zunahme an Informationen gekommen. Ich glaube, der große Wandel im 20. Jahrhundert, der sich da bereits abgezeichnet hat, hin zur Informationsgesellschaft,
wenn man den in Korrelation setzt mit den populären Plattformen, beispielsweise wie YouTube, dann sieht man, jedes Jahr nimmt einerseits die Zahl der Nutzer zu, aber auch die Zahl an Informationen, die da hochgeladen wird. Ich kenne da keine aktuellen Zahlen von 2020, aber vor 3 Jahren in etwa war es auf YouTube so, dass für jede Minute Realzeit ungefähr 3000 Minuten Videomaterial hochgeladen wurden. Also mit anderen Worten, es geht sich nicht aus, sich alles anzuschauen, was es auf YouTube so an Clips gibt. Und diese Zahlen steigen, wie gesagt, sehr stark und diese 3000 Minuten beziehen sich ausschließlich auf selbst aufgenommenes, selbst produziertes Videomaterial. Das sind die, alles was auf YouTube so hochgeladen wird, an Fernsehaufnahmen, an sonstigen Aufnahmen, ist da schon rausgerechnet. Das heißt, man kann sich durchaus fragen, wir haben eine, ich weiß nicht, x-fach höhere Informationsdichte, x-mal mehr Informationen, Millionen Tweets, Millionen Status-Updates jeden Tag. Zugleich behält der Tag 24 Stunden und unsere kognitiven Fähigkeiten, die Möglichkeit, Informationen zu verarbeiten, die wächst natürlich nicht im selben Maß, wie die Technologie anwächst. Und deswegen ist es ein zentraler Bestandteil von Social-Media-Plattformen, diese Menge an Informationen sinnvoll zu filtern, beziehungsweise eben dem einzelnen Nutzer oder der einzelnen Nutzerin möglichst jene Informationen zugänglich zu machen, die für sie oder ihn am relevantesten sind. Das ist tatsächlich der Kernpunkt und der zentrale Bestandteil von Social Media. Die nächste spannende Frage, und da begeben wir uns dann in das Thema Differenzierung der einzelnen Social Media Plattformen, wie nehme ich diese Filterung vor? Es ist tatsächlich ein ganz zentraler Erfolgsfaktor, eine Systematik zu überlegen, wie kann ich herausfinden, was für den einzelnen Nutzer interessant ist. Wenn Sie an die Entwicklung der digitalen Medien denken, da gab es schon vor, ja eigentlich schon im vorigen Jahrtausend, die ersten Versuche mit personalisierten Nachrichtendiensten. Und zwar funktionierten die im Wesentlichen so, ich hab alle davon getestet. Damals war nur sehr bedingt spannend. Sie hatten ein Nachrichtenportal und dort gaben Sie ein bestimmte entweder Keywords oder Interessensgebiete an. Also beispielsweise, ich interessiere mich für Innenpolitik in Deutschland und mehrere Gebiete, und sie bekamen dann jeden Tag einen automatisch generierten, personalisierten Newsletter mit eben diesen Beiträgen, in denen die für sie relevanten Themen auftauchten. Diese Art der Vorfilterung konnte sich nicht wirklich durchsetzen. Ich denke, das hängt sehr stark damit zusammen, dass wenn sie personalisierte Informationsangebote darauf aufbauen, dass die Nutzerin oder der Nutzer vorher ein bestimmtes Interessensprofil angibt, dann bekommen sie natürlich in erster Linie erwartbare Informationen. Spannende an vielen Informationen ist, dass man im Vorhinein ja nicht weiß, dass die für einen selber relevant sein könnten. Der Grund, warum Social Media in so relativ kurzer Zeit, und Sie haben das auch im Video gesehen, dass die Zeiten bis zur 50 Millionen Audience bei Radio, Fernsehen, Internet drastisch angestiegen sind, der Grund für diesen, bei Moodle wurde ein falscher Twitch-Link geteilt. Aha. Der Grund, wenn wir mal klar anschauen, der Grund für diesen rasanten Erfolg besteht in erster Linie darin, dass die Idee oder das dahinterliegende Paradigma der Filterung Nutzerdaten verwendet, und zwar Daten, die im Lauf der Verwendung dieser Social-Media-Plattform generiert werden. Oh. Das ist natürlich im Moodle. Eine Sekunde. Ich werde das während dem nächsten Video aus. Im E-Mail hatte ich, glaube ich, den richtigen Link drin. Ja, gibt ja eine Aufzeichnung. Was sind diese Nutzerdaten, die während der Nutzung automatisch generiert werden? Das sind in erster Linie diese Interaktionen oder diese Reaktionen, die auf Social Media Plattformen möglich sind. Mit den meisten Plattformen heißen die Like, Share, also Teilen, und auch sehr wichtig, die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben. Wenn Sie so wollen, das Paradigma, das bei Social Media dahinter steht, ist, wenn die Nutzer auf bestimmte Informationen reagieren, und reagieren bedeutet eben immer ein solches sogenanntes Social Signal, soziales Signal abgeben, dann ist das ein Indikator für Interesse an diesem Thema. Und man kann dieses Paradigma natürlich hinterfragen, aber Tatsache ist, dass diese Art der Filterung ausreichend gut funktioniert, um Social Media eben für viele Millionen Nutzer, eben für diese vielen Nutzer, die das verwenden, auch ja,
attraktiv zu machen. Wieso macht das einen Unterschied zur klassischen Art der Informationsrecherche oder zur klassischen Art des Zugriffs auf Informationen? Es gibt nicht nur in der digitalen Welt, sondern auch in der analogen Welt grundsätzlich zwei Medientypen oder zwei Typen auf Informationen zuzugreifen oder an Informationen zu gelangen, besser gesagt, zwischen denen wir unterscheiden. Das sind auf der einen Seite die Push- und auf der anderen Seite die sogenannten Pull-Medien. Bei den Pull-Medien suchen sie aktiv nach Informationen und die Websuche oder die Online-Suche, das ist mittlerweile sehr, sehr fokussiert auf Google, da gibt es wenig Platz für andere Suchmaschinen daneben. Und ein großer Teil dieser Pull-Recherche passiert eben über Google. Sie suchen eine bestimmte Information und sie geben die Keywords oder die vollständige Frage ein und bekommen dann eben hoffentlich möglichst weit oben in diesen Suchtreffern die Informationen, die sie gesucht haben. Im Social-Media-Bereich gibt es zwar Suchfunktionen, auch auf den einzelnen Plattformen, aber das ist nicht der Schwerpunkt der Nutzung. Social Media wird in der Regel so verwendet, dass Sie sich im ersten Schritt Ihr persönliches Profil anlegen, das je nach Plattform mehr oder weniger ausführlich gestaltet werden kann. Der Großteil der Zeit, die Sie auf diesen Plattformen verbringen, verbringen Sie im Newsfeed. Und dieser Newsfeed, bei fast bei allen Social Media Plattformen ein ganz zentraler Bestandteil, besteht aus einer chronologischen Auflistung von, im Fall von YouTube Videos, im Fall von Facebook Status Updates, im Fall von Twitter einzelnen Tweets, die von Personen, Unternehmen verfasst wurden, mit denen sie entweder befreundet sind, verbunden sind oder denen sie folgen. Das heißt, der grundlegende Mechanismus ist folgender: Sie registrieren sich Ihr Profil, Sie finden dann, je nachdem, um welche Art von Plattform es sich handelt, entweder Schulkollegen, Bekannte, vernetzen sich mit denen und bekommen dann die Informationen, die diese Personen posten. Ich habe jetzt aber vorher gesagt, grundsätzlich nimmt die Menge an Informationen ganz, ganz rasant zu und das bedeutet, für diese Plattformen ist es sehr relevant, Informationen zu filtern. Wir sind tendenziell relativ gierig, was Information betrifft. Das heißt, wir neigen dazu, mehr abzubeißen, als wir schlucken können. Und was man ganz klassisch sieht bei der längerfristigen Nutzung von Social Media, die Zahl an Personen, denen man folgt und die Zahl an Freunden nimmt im Laufe der Zeit zu. Würde Facebook oder würde LinkedIn oder solche Plattformen uns jedes einzelne Status-Update zeigen, dann wäre die Nutzung sehr, sehr mühsam bis fast unmöglich, weil die Menge an Informationen einfach zu groß ist, dass man damit noch zurechtkommt. Und deswegen gehen jetzt diese Plattformen her und zeigen uns nur die Top 5, 10, 20%, je nachdem, wie vielen Leuten sie eben folgen oder wie viele Kontakte sie haben, an Status-Updates an. Und wie gesagt, diese Auswahl basiert im Wesentlichen auf unseren eigenen Nutzungsprofilen. Das ist ganz vereinfacht und ganz simpel gesagt der grundlegende Mechanismus, der hinter Social Media Plattformen steht und der uns im Lauf dieses Semesters beschäftigen wird. So, kurzer Blick in den Chat. Ah, Flora, kannst du bitte vielleicht nochmal ins Moodle reinschauen und eventuell den Link korrigieren? Beziehungsweise vielleicht noch sicherheitshalber eine, ich glaube, wie gesagt, in der E-Mail hat es richtig drin, sicherheitshalber noch eine E-Mail rausschicken. Ich habe vorhin auch gesagt, im Gesamtkontext von Social Media spielen Social Media Plattformen, wenn man es jetzt mal aus Marketingperspektive betrachtet, auch insofern eine große Rolle, dass, wenn Sie so wollen, in der Konzeption von Social Media oder in der Konzeption von Online-Marketing, wenn es um Unternehmen geht, wenn es um Kampagnen geht, also im professionellen Teil der Nutzung, natürlich die Frage ganz, ganz relevant ist, wie kommt der Nutzer zu meiner Information, beziehungsweise für viele Unternehmen auch die Frage relevant ist, wie kommt der Nutzer auf meine Homepage. Und da gibt es das Modell der sogenannten Traffic Channel. Wenn Sie überlegen, jemand, ein Unternehmen beispielsweise, betreibt eine Homepage, dann haben Sie unterschiedliche Möglichkeiten, wie Nutzer eben auf diese Homepage, auf diese Landingpage, auf diesen Online-Shop, je nachdem, kommen können. Und da sind wir wieder vorher eben, Sie haben das hier, ich habe das von meinem eigenen Blog rauskopiert, das Analytics. Sie haben hier einerseits die organische Suche, das bedeutet die
Personen eben, die auf Google suchen und dann, weil sie auf ihrer eigenen Webseite passende Informationen bereitgestellt haben, über diesen Weg zu ihnen kommen. Dann gibt es Direct Traffic, das wäre also die direkte Eingabe einer Domain. Sie wollen ORF lesen und geben ORF.at in ihren Browser ein. Es gibt Referral Traffic, das sind Besuche, die von anderen Webseiten kommen. Irgendeine Tageszeitung, ein Medium oder ein Blog hat einen Bericht über Sie geschrieben und dabei Ihre Homepage verlinkt. Die Leser dieser Seite klicken auf diesen Link, das wäre Referral Traffic. ADA, das ist der Messfehler, Traffic, den Analytics nicht zuordnen kann. Dann gibt es noch E-Mail, beispielsweise Newsletter oder auch Links in der Signatur Ihrer E-Mail, wo Leute draufklicken können. Und zusätzlich noch, wie Sie sehen bei mir hier, also spielt das keine große Rolle, die ganze Form von bezahlter Werbung oder bezahlter Suche. Und hier, ich habe es jetzt absichtlich übersprungen, auf Stelle 2, Social Media, ist eben einer dieser Traffic Channels, die in der Lage sind, Besucher auf die eigene Homepage zu bringen. Wenn Sie jetzt einen Online-Shop betreiben und davon leben, dass Sie, sagen wir mal, Sportartikel verkaufen, dann wird es Ihnen relativ wenig bringen, nur unter Anführungszeichen eine große Audience auf Social Media aufzubauen. Sie können eine Facebook-Page mit 1 Million Follower haben, aber wenn all diese Follower immer nur Kommentare schreiben und ihre Status-Updates liken, aber nie jemand ihren Shop besucht und tatsächlich was kauft, dann werden sie in der Regel ihr Business-Ziel verfehlt haben. Das bedeutet, in ganz, ganz vielen Fällen ist es sehr zentral oder ein sehr relevanter Bestandteil, diese Social-Media-Kanäle zu nutzen, um über die Status-Updates, über die Inhalte, die sie posten, Personen letztendlich dazu zu bringen, die eigene Homepage zu besuchen oder den eigenen Shop. Diese Art der professionellen Social-Media-Nutzung fällt eben unter das klassische Marketing und auch damit werden wir uns noch genauer befassen. Hat sich aber in den letzten Jahren Social Media als eigenständige Gattung etabliert und ist natürlich bei weitem nicht in allen Fällen so, dass das Ziel einer Online-Kampagne oder das Ziel einer digitalen Kampagne darin bestehen muss, die Leute auf die eigene Seite zu bringen. In vielen Fällen geht es ja auch einfach nur darum, Informationen zu verbreiten beziehungsweise die passende Zielgruppe zu erreichen. Ich würde mal behaupten, dass dieser Teil im Social Media Bereich in den letzten Jahren immer relevanter geworden ist und da haben wir es zu tun mit eben eigenständigen Inhalten. Wenn Sie beispielsweise an YouTube denken, YouTube ist ein ganz interessanter Sonderfall, weil die Plattform zugleich ein Social Media Network ist mit den klassischen Thumbs Up, eine der wenigen oder eigentlich die einzige auch mit Thumbs Down, Kommentarfunktionen, Abo-Möglichkeiten von Kanälen und so weiter und zugleich auch eine Video-Hosting-Plattform, dann gibt es sehr viele mittlerweile sehr erfolgreiche YouTuber, sowohl quer durch alle Altersklassen, die YouTube-Channels als eigenständige Medien betreiben und die teilweise nicht einmal Webseiten dazu haben. Social Media hat, wenn Sie so wollen, oder wurde vor allem attraktiv durch die Nutzung im privaten Bereich, ein ganz wesentlicher Trigger für das schnelle Wachstum dieses Mediengenres war Facebook. Ich weiß, es gab vorher andere Social Media Plattformen, da werfen wir heute auch noch einen Blick drauf. MySpace ist da die erste, die einem in den Sinn kommt. Aber tatsächlich diese algorithmisch gesteuerte Filterung von Inhalten, das war schon eine ziemlich genuine Erfindung von Facebook, wenn Sie so wollen. Das heißt, wir haben im Social Media Bereich eine sehr, sehr gemischte Anwendungsfälle, sehr, sehr, super Flora, Dankeschön. Sehr, sehr, ein sehr, sehr breites Spektrum an Personen, die dort sind, weil sie mit ihren privaten Kontakten oder weil sie mit denen in Kontakt bleiben wollen, weil sie im Laufenden bleiben wollen. Wir haben Unternehmen, die Social Media Kanäle als Marketing-Tool nutzen und in diesem Amalgam aus unterschiedlichen Motivationen ist es natürlich ganz, ganz spannend, sich zu überlegen, warum verwenden die einzelnen Akteure Social Media und wie beeinflussen diese Systeme, wie beeinflussen diese Filtersysteme die Distribution von Informationen. Ich habe jetzt einen Teil noch gar nicht erwähnt. Wenn wir das Ganze vergleichen, die Möglichkeiten, die das Internet bietet, mit Radio und Fernsehen, dann steht da natürlich noch ein gravierender Paradigmenwechsel dahinter, nämlich dieser Wechsel von der One-to-Many-Kommunikation zur Many-to-Many-Kommunikation. Ein ganz beträchtlicher Bestandteil der Spezifikation des Internet ist ja der,
dass es recht leicht ist für alle Beteiligten, selber zu Publishern zu werden, selbst Informationen zu veröffentlichen. Und der Begriff Web 2.0 ist heute nicht mehr sehr gängig. Der wurde von, ich glaube, von 2000 bis 2010 wurde der recht viel verwendet. Man findet ihn noch in manchen Wikipedia-Artikeln. Und was damit eigentlich gemeint ist, die, wenn Sie so wollen, erste Version des World Wide Web, die basierte im Wesentlichen darauf, dass man Homepages programmieren konnte, diese Homepages ins Netz stellen und andere Nutzer konnten auf diese Homepages zugreifen. Ich habe begonnen 1994 zu studieren, damals an der TU Graz, bin dann 95 nach Wien gewechselt und man bekam damals, genauso wie heute als Student, auch die Möglichkeit von der Universität über das UNET bzw. über U-Space einen eigenen Webspace einzurichten, eine eigene Webseite hochzuladen. Und das war natürlich schon sehr, sehr spannend, wenn Sie sich überlegen, Sie haben irgendwas Interessantes zu erzählen, sei es jetzt über Ihre Lieblingsmusik oder über Ihre politischen Ansichten oder was auch immer. Wenn Sie das vor dem Internet tun wollten, dann war da immer ein relativ hoher ökonomischer Kostenfaktor involviert, der natürlich auch eine Hürde darstellte. Sie mussten die Informationen in irgendeiner Art und Weise vervielfältigen, auf Papier, was auch immer. Und das Internet bietet die Möglichkeit, grundsätzlich mal Informationen weltweit zur Verfügung zu stellen und die Kosten dafür sind für den Publisher ganz minimal. Wenn man Student ist, hat man einen gratis Webspace auf der Homepage, aber auch wenn man das einkaufen muss, dann sprechen wir da so von Kosten ab 1 bis 2 Euro im Monat. Sehr, sehr gering. Das heißt, die ökonomischen Hürden fallen weitgehend weg und tatsächlich in dieser ersten Zeit des Internet, wenn Sie da mal die Literatur verfolgen, was an Theorieliteratur dazu geschrieben wurde, da gab es sehr viele positive Zukunftsentwürfe, sehr viele Hoffnungen oder die Vorstellung, dass durch diese neuen digitalen Möglichkeiten jeder, also dass sozusagen die Demokratie eine Belebung erfahren würde, jeder die Möglichkeit hat, selber zu publizieren, im klassischen griechischen Sinne eben in den öffentlichen Diskurs einzutreten. Man könnte sagen, 25 Jahre später haben sich viele dieser Hoffnungen eher nicht erfüllt. Mittlerweile ist eher das Thema Fake News ein großes geworden und das Misstrauen gegenüber Social Media wächst. Nichtsdestotrotz, im Übergang von diesem Web 1.0 zum Web 2.0, und das ist genau der Punkt, an dem Social Media Plattformen begonnen haben, eine Rolle zu spielen, hat sich am Internet technisch sich zwei Dinge verändert. Die Internetleitungen wurden schneller und leistungsfähiger und neue Technologien haben es ermöglicht, dass Webseiten interaktiv funktionieren. Was meine ich damit? Im Web 1.0 waren Webseiten im Wesentlichen Texte und Bilder, die sie über einen Browser aufrufen und konsumieren konnten. Ganz am Anfang gab es eigentlich noch keine Kommentarfunktion und so die ersten interaktiven Bestandteile von Homepages waren sogenannte Gästebücher. Die von Ihnen, die ab und zu bergwandern und am Gipfel ankommen, die kennen das. Beim Gipfelkreuz oder am Gipfel gibt es oft ein Buch, wo man sich einträgt und irgendeinen Spruch hinterlässt und sagt, ich war eben hier. So ähnlich haben Gästebücher auf Homepages funktioniert. 96, 97, als das Internet so an der Schwelle zum Massenmedium, aber doch noch ein bisschen exotisch war, gab es nicht so viele Privatpersonen, die Homepages betrieben haben und es gehörte fast ein bisschen zum guten Ton, wenn man die Homepage von jemandem besucht hat, eben auch einen Eintrag im Gästebuch zu hinterlassen. Oft auch mit dem Hinweis, schau doch auch auf meiner Homepage vorbei. Und diese Gästebücher waren, wenn man es im Nachhinein betrachtet, eine der ersten Funktionen, wo der Besucher einer Homepage auf dieser Homepage selber etwas publizieren konnte. Und das ist auch ein Prinzip, das durch diese neuen Technologien natürlich von Social Media dann zur Perfektion getrieben wurde. Jeder registrierte Nutzer hat die Möglichkeit, sehr, sehr einfach auf Twitter, auf Facebook, auf anderen Plattformen Informationen zu veröffentlichen. Wie gesagt, das wäre grundsätzlich über Homepages vorher auch möglich gewesen, aber um eine Homepage zu programmieren, brauchten sie doch ein minimales technisches Grundverständnis und auch den Wunsch, sich damit so weit auseinanderzusetzen, bis das mal funktioniert. Wenn man gerne mit Lego bastelt, dann funktioniert das gut. Ansonsten war das für viele eine technische Hürde. Social Media Netzwerke haben diese technische Hürde weggenommen. MySpace, Facebook oder ähnliche Plattformen zu bedienen, ist in etwa so kompliziert wie ein E-Mail zu verfassen. Das heißt, zwei Dinge sind weggefallen, die ökonomischen Hürden und die technologischen Hürden. Social Media und neue Internettechnologien haben es sehr, sehr einfach gemacht, dass die Teilnehmer an diesem digitalen Kommunikationssystem jetzt eben nicht mehr nur Empfänger waren, sondern selber aktiv Informationen zur Verfügung stellen konnten und können. Das ist ganz grob nachgezeichnet, die Entwicklung von Social Media, aber es gibt natürlich neben Social Media, oder sagen wir so, die Entwicklung von Social Media ist eingebettet in einen größeren gesellschaftlichen Rahmen. Es ist oft
fast immer sehr, sehr schwierig, wenn man sich mitten innerhalb dieser Entwicklung befindet, wirklich klar herauszufiltern, welche gesellschaftlichen Veränderungen werden von Technologie getrieben, welche technologischen Veränderungen werden gesellschaftlich angetrieben. Das ist ganz und gar nicht so klar. Denken Sie beispielsweise an die E-Mobilität. Eines steht auf jeden Fall fest, wir erleben, und das sieht man auch in vielen oder so gut wie allen Untersuchungen, die Werte und Einstellungen abfragen, wir erleben eine Zeit, in der, wenn Sie es im kommerziellen Bereich sich überlegen, in der das Vertrauen in Personen wesentlich relevanter wird als das Vertrauen in Marken, eine Zeit, in der persönliche Kommunikation eine immer größere Rolle spielt. Und da passt natürlich Social Media auch sehr, sehr gut rein. Diese technologischen Veränderungen sind eben die eine Sache. Und die andere Sache, und ich werde hier immer wieder auf eben diese klassischen Anwendungen im kommerziellen Bereich zurückkommen. Eine andere Sache, die sich durch Social Media sehr verändert hat und was Sie hier sehen am Screen, ist ein Modell von Edelmann, das sogenannte Cloverleaf-Modell der Online-Präsenz. Wenn Sie sich überlegen, als Unternehmen, als Marke, als Person, als Künstler, was bedeutet Präsenz online, was bedeutet Präsenz im Internet, dann war das im Web 1.0 noch vergleichsweise simpel. Präsenz im Internet bedeutet in erster Linie, eine eigene Homepage zu betreiben oder eben nicht. Vielleicht noch auf der einen oder anderen Community oder Diskussionsforum aktiv zu sein. Aber Sie hatten im Wesentlichen die Online-Aktivitäten, die eigene Online-Präsenz selbst in der Hand. Social Media hat auch hierin sehr viel geändert. Und wenn Sie sich überlegen, jedes Unternehmen, jedes Startup, wie erwähnt, jeder Künstler, die Online-Präsenz ist längst nicht mehr nur das, was man selbst ins Netz stellt. Sie haben, und das genau will Edelmann hier mit diesem Modell illustrieren, Sie haben auf der einen Seite die sogenannten Owned Media, also das wären jene Kanäle, die man als Unternehmen selber betreibt, beispielsweise die eigene Homepage natürlich in erster Linie zu nennen, ein eigener Newsletter, aber auch die eigenen Social Media Kanäle. Und das überschneidet sich hier auch schon mit diesem Bereich Social, weil, wenn Sie sich das jetzt überlegen, was über ein Unternehmen, was über eine Marke, was über einen Künstler auf Social Media Plattformen veröffentlicht und gesagt wird, stammt nur zum Teil vom Autor selber. Ein großer Teil stammt von Fans, Hatern, Leuten, die eine Meinung haben. Das heißt, da passiert sehr viel aus externer Quelle. Edelmann unterscheidet dann neben Social Media hier noch den Bereich New Media. Es gibt ja eine ganze Reihe von Medien, wo, ich sage ich mal, so ein bisschen an der Grenze sind zwischen klassischen Magazin, Blog, Social Media, diese ganzen neuen Medienformen, die durch digitale Technologien entstanden sind. Und dann gibt es natürlich auch noch die klassischen Mainstream-Medien. Wenn Sie für das Kommunikationskonzept, das digitale Kommunikationskonzept eines Unternehmens verantwortlich sind, dann müssen Sie alle diese Bereiche im Kopf behalten. Und man könnte jetzt grob vereinfacht sagen, die Platzierung von Unternehmensthemen in klassischen Medien, es ist eine eigene Wissenschaft, die trägt auch einen eigenen Namen, nämlich PR oder Public Relations oder Öffentlichkeitsarbeit auf Deutsch. Das heißt, im Wesentlichen die Stakeholder-Kommunikation mit den Journalisten. Dieser Bereich New Media hier funktioniert strukturell relativ ähnlich, allerdings mit einem beträchtlichen Unterschied. Sie haben wesentlich mehr Beteiligte. Und ich würde sagen, der für viele Unternehmen auch immer relevanter werdende Bereich Influencer-Marketing, das spielt sich hier so ein bisschen ab. Und dann gibt es natürlich auch noch die eigenen Kanäle. Was uns Edelmann mit dieser Grafik hier sagen will, ist, dass die Gesamtpräsenz und das Image, die Reputation eines Unternehmens online sich aus allen diesen vier Bereichen speist. Mit anderen Worten, ein gigantischer Paradigmenwechsel, der durch digitale Technologien eingeleitet wurde, besteht darin, dass vor 30 Jahren in der Unternehmenskommunikation eine vergleichsweise sehr hohe Kontrolle herrschte über die Informationen, die ein Unternehmen veröffentlicht. Da gehören solche Aspekte wie Corporate Identity, Design, CI dazu, aber auch die Tatsache, dass in der Regel ein Unternehmenssprecher oder eine Kommunikationsabteilung oder ein Pressesprecher die Schnittstelle des Unternehmens nach außen war. 2020 finden Sie eine vollkommen andere Situation vor. Sie haben Unternehmen und die Mitarbeiter dieser Unternehmen nutzen in der Regel auch Social Media. Das ist natürlich sehr stark eine Frage der Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses, inwieweit Unternehmen es ihren Mitarbeitern erlauben oder sogar fördern, dass die selbst aktiv werden, vielleicht auch im
im Sinne des Unternehmens. Es gibt Blogger, es gibt YouTube-Channel-Betreiber und jetzt mal simpel gesagt, sie können sich auch nicht dagegen wehren, dass irgendjemand ihre Produkte nimmt, einen Test damit macht. Es gibt Reviews auf unterschiedlichen Plattformen, die eine große Rolle spielen. Das heißt, es ist, wenn Sie so wollen, Kontrolle geht verloren, die Kanäle nehmen zu und es gibt insgesamt wesentlich mehr Beteiligte, die eben an dieser Kommunikation mitmachen. Eine Sache hat sich nicht wirklich erfüllt, sage ich mal, aus dieser frühen Zeit des Internet. Es ist alles ganz und gar nicht so, dass die Aufmerksamkeit gleich verteilt wäre. Es gibt im Social-Media-Bereich, wie gesagt, ein großer Teil der Nutzer konsumiert Inhalte passiv und ein vergleichsweise kleiner Teil der Nutzer, Influencer, Personen mit großen Accounts, auf Instagram sieht man das besonders deutlich, die generieren einen beträchtlichen Teil der Views. Das heißt, Social-Media hat nicht zu einer kompletten Demokratisierung geführt, wäre auch einigermaßen eigenartig. Und im technologischen Bereich oder Anbieterseite haben wir, was digitale Medien betrifft, eine vermutlich beispiellose Monopolsituation. Wenn Sie das erwähnte Beispiel mit Google, das ist wohl ziemlich einzigartig in der Geschichte der Menschheit. Eine Suchmaschine, die den Zugang zu Informationen regelt und eine relativ überschaubare Anzahl von Social Media Netzwerken. Ich habe es auch vorhin schon erwähnt, es gibt durchaus zunehmende Kritik. Ich glaube, gerade bei Facebook hat man das auch sehr, sehr deutlich gesehen, eigentlich beginnend mit den Manipulationsvorwürfen im Zusammenhang mit dem amerikanischen Wahlkampf. Aber es ist natürlich so, und das ist auch wiederum ein Aspekt, der da in diesen ganzen Bereich noch mit reinspielt. Wir haben eine sehr, sehr schnelle technologische Entwicklung erlebt und ich sage mal, der Gesetzgeber oder die klassischen Spielregeln, die man festlegt für Wirtschaft und für Medien, die haben in der Regel sind um einiges langsamer als die technologische Entwicklung. Das bedeutet, wir haben uns relativ schnell in einer Situation gefunden, wo sich die komplette Distribution verändert hat. Denken Sie an das Drama der Musikindustrie, der jahrelange Kampf gegen illegale Downloads und dann letztendlich Apple, eine Firma aus dem Technologiebereich, und Amazon, ein Online-Shop, und Spotify, ein Startup, also drei Brands, die dann innerhalb von, ich würde mal sagen, 10 Jahren einen wesentlichen Teil der Musikdistribution übernommen haben. Das ist alles sehr, sehr schnell passiert und wir sind jetzt eigentlich, nachdem Social Media eine so große Rolle spielt, wenn Sie so wollen, in einer Situation, wo der Gesetzgeber auch erst teilweise entsprechende Rahmenbedingungen schafft. Wie zum Beispiel die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, die uns im Laufe der Vorlesung ebenfalls beschäftigen wird. Kurz gesagt, Social Media ist eine Querschnittsmaterie, die sehr, sehr viele gesellschaftliche Bereiche umfasst, die das Kommunikationssystem verändert und auf der einen Seite ein Bestandteil der digitalen Kommunikation im allgemeinen Sinn, auf der anderen Seite ein spezifischer Teil dieser digitalen Kommunikation auch mit seinen eigenen Regeln, Gesetzen und eben Algorithmen. Zlob25 nutzt Bing, gehört damit definitiv zu einer Minderheit. Bing selber sagt, Bing gehört Microsoft, eine der wenigen verbliebenen alternativen Suchmaschinen. Bing selber sagt, dass sie in den USA einen Marktanteil von 4-5% haben. In Europa liegen es, glaube ich, bei 2-3%. Ecosia, muss ich an dieser Stelle auch erwähnen, das ist ja tatsächlich ein großes Problem der Monopolisierung, wenn eine Suchmaschine, nämlich Google, eine solche Vormachtstellung hat. Wie etablieren sie dann eine neue Suchmaschine? Da hat die Politik reagiert und das mag sie jetzt vielleicht ein bisschen desillusionieren, aber Ecosia greift auf die Suchdaten von Google zu, genauso wie DuckDuckGo. Wieso? Wie funktioniert das? Warum ist Google daran interessiert, Konkurrenten die eigenen Daten, nämlich den Kern des Geschäftsmodells, zur Verfügung zu stellen? Weil es eben entsprechende regulatorische Bestimmungen gab, um diese Vormachtstellung von Google ein wenig aufzubrechen, was auf breiter Front überhaupt nicht gelungen ist. Muss Google anderen Suchmaschinen einen Teil dieses Datenbestands zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn Sie DuckDuckGo oder Ecosia verwenden, dann bekommen Sie im Wesentlichen dieselben Ergebnisse minus Werbung, die Sie bei Google erhalten würden, allerdings minus der Personalisierung. Weil natürlich
Ein großer Teil oder ein Grund, warum Google so stark in die Kritik geraten ist, war natürlich auch diese die Undurchsichtigkeit des Systems oder die Art und Weise, wie die Personalisierung der Suchergebnisse passiert. Bing hat einen eigenen Algorithmus, ist eine eigenständige Suchmaschine, und dann wäre noch zu erwähnen Yandex in der Türkei und in Russland, die bedeutendste und führendste Suchmaschine, auch ein eigenständiges Unternehmen, sieht relativ ähnlich aus wie Google, aber ist wie gesagt in diesen Teilen sehr, sehr relevant. Aber es wäre gesellschaftlich natürlich äußerst erstrebenswert, wenn wir hier etwas mehr Vielfalt hätten, weil Sie müssen natürlich bedenken, die mit der Gatekeeper-Funktion, wir verwenden diesen Begriff normalerweise im Journalismus, kennen Sie, der Journalist ist der Gatekeeper, aber hier im digitalen Bereich haben wir natürlich Unternehmen bzw. digitale Systeme als Gatekeeper. Und Google ist de facto für 95% aller Nutzer der Gatekeeper zu digitaler Information. Wenn Sie so wollen, Informationen, die in der Google-Suche nicht auftauchen, die existieren fast nicht, die sind sehr, sehr schwierig auffindbar. Elinex, gute Frage, was ist mit Yahoo? Gibt es das noch? Ja, man weiß es nicht, das riecht auf jeden Fall schon ziemlich streng. Yahoo entwickelt die Suche seit 2 Jahren nicht mehr weiter. Wurde mal verkauft, aber liegt jetzt irgendwie so rum. Schauen wir mal, ich habe Yahoo schon lange nicht mehr aufgerufen. Yahoo.com. Ihre Daten, Ihr Umfeld. Ah, das ist gar kein Suchmaschine. Ja, oder ist mehr ein Portal. Schauen wir mal, was passiert da, wenn man sucht. Ah, irgendwie ist es auch noch eine Suchmaschine. Aber wie gesagt, auch angesichts der Tatsache, dass es doch mal ein gutes Dutzend recht ähnlich populärer Suchmaschinen gab, natürlich ein ziemlich beispielloser Erfolg von Google. Ich habe Ihnen angekündigt, dass wir auch einen kurzen Blick in die Historie von Social Media werfen. Und da habe ich ein interessantes Video, eine Animation von YouTube, wie das so in den letzten Jahren passiert ist mit der Entwicklung von Social Media Plattformen. Wir befinden uns im Jahr 1997. Da gab es Bolt, im Prinzip eine Plattform, auf der man relativ statisch eigene Profile anlegen konnte. Classmates, eine Webseite, um ehemalige Schulkollegen wiederzufinden. Six Degrees, ganz ähnlich. Planet All, so die erste Idee eines Social Media Netzwerks, und The Globe. Und mit Open Diary, die erste Blogging-Plattform. Weblogs werden ja auch oft zu Social Media Webseiten mitgezählt. Wir befinden uns kurz vor der Jahrtausendwende. Da gab es relativ wenig Bewegung. Sie sehen hier im Screenshot, wie Open Diary ausgesehen hat. Classmates erlebte dann einen ziemlichen Popularitätsschub. Also die Idee, das Internet zu verwenden, um ehemalige Schulkollegen wiederzufinden, kommt bereits durchaus aus dieser Zeit der Jahrtausendwende. Und Classmates war dann sogar eine kurze Zeit lang populärstes Social Media Network. Sie sehen, die Entwicklungen passierten hier relativ schnell. Open Diary immer noch gut dabei, aber LiveJournal, eine neuere Blogging-Plattform, da wechselten dann die meisten Nutzer hin. Und dann 2002 eine relativ stabile Situation. Und dann 2003 startet MySpace. Eigentlich meistens genannt als der Beginn von Social Media. Und wenn sich das jetzt anschauen, 2003, bis zur ersten Million Nutzer dauert es eine Weile und dann geht das Wachstum relativ rasant weiter. High Five startet, Tagged, Orkut, alles ähnliche Plattformen. Orkut, die erste Social Media Plattform von Google, mittlerweile längst abgedreht. 2005 Classmates, allerdings immer nur im englischsprachigen Bereich populär, immer noch an erster Stelle. Friendster wird enorm populär. MySpace rutscht etwas nach hinten. Reddit, eine der Plattformen, die überlebt haben, zählt auch zu den Social Media Seiten, in erster Linie diskussionsorientiert. Und dann startet Facebook, braucht bis 2006 für die ersten 12 Millionen Nutzer hier noch relativ langsames Wachstum. Und dann so ab 2007, 2008 beginnt dann der rasante, wirklich sehr rasante, wenn Sie das von den Zahlen her vergleichen, Siegeszug von Facebook. Und natürlich ein Aspekt spielt bei diesen Social Media Netzwerken immer eine Rolle. Je mehr ihrer Bekannten, ihrer Freunde eine Plattform benutzen, desto attraktiver wird diese Plattform.
Und Facebook erreichte da relativ schnell eine kritische Größe. Hier sind wir jetzt schon über 100 Millionen und dann geht das Wachstum ganz rasant weiter. Und Sie sehen, es hat sich dann hier von 2009 bis 2010 wirklich sehr, sehr zugespitzt auf diese eine Plattform. MySpace rutscht hier langsam in die Bedeutungslosigkeit ab. Reddit wächst relativ langsam weiter. Tumblr erlebt seine große Hochphase. Sina Weibo startet in China, nach wie vor dort das populärste Social-Media-Netzwerk. Und 2011 hat Facebook bereits die 700 Millionen. WeChat, auch ein populäres chinesisches Netzwerk, erlebt ebenfalls sehr, sehr großes Wachstum, de facto nur in China relevant. Ja, Instagram, ursprünglich ein eigenständiges Netzwerk, dann von Facebook aufgekauft, beginnt ab 2012 richtig zu explodieren. Mit OKRU startet das erste rein russische Social Network. Wir sind immer noch 7 Jahre zurück. 2013 Facebook mit weiten, weiten Abstand an erster Stelle, auch schon bereits über 1 Milliarde Nutzer. Aber dann kommt der Punkt, so ab, ich glaube 2014, 15 war das, als Instagram beginnt wesentlich schneller zu wachsen als Facebook. Facebook inzwischen bereits der, wie im Eingangsvideo auch erwähnt, der drittgrößte Staat der Welt, wenn es ein Staat wäre, hinter China und Indien. WeChat in Asien, hier bei uns kaum wahrgenommen. 2016 startet dann Snapchat. LinkedIn beginnt 2009. Auch diese Plattformen erleben bis heute recht konstantes Wachstum. Tumblr, Microblogging-Plattform, die übrigens dann, ich glaube es war im 2018, von Yahoo aufgekauft wurde. Irgendwie ruiniert Yahoo alles, was in die Finger bekommt, mittlerweile kaum mehr populär. Lustige Anekdote am Rande, Amerikaner sind ja immer relativ penibel mit der Zensur und das böse F-Wort darf nicht verwendet werden. Ein Grund, warum Tumblr sehr lange sehr populär war in den USA, war, weil man dort Fuck verwenden durfte, auch in den Titeln von angelegten Microblogs, deswegen gab es dort ganz viele Blogs mit Namen wie Fuck hier, Aethis und so weiter. Dann haben wir hier TikTok, den Nachfolger von Musical.ly, das erste Social Netzwerk chinesischer Provenienz, das international richtig große Erfolge feiert. Viele, viele Nutzer in China und in Indien. Ja, Wein kommt hier gar nicht vor in der Ausstellung. Wein, könnte man sagen, hat ja eigentlich diese Ultra-Kurz-Videos erst so richtig populär gemacht. Aber Sie sehen, da ist in dieser relativ kurzen Zeit, in diesen 23 Jahren, die das Video hier darstellt, wahnsinnig viel passiert. Ja, Reddit ist verdammt alt. Das Prinzip der Seite war damals schon dasselbe. Es gab, sie haben bereits begonnen mit den Subreddits und wenn ich mich richtig erinnere, waren eigentlich seit dem Start von Reddit bis heute die Designänderungen ziemlich minimal. Ich meine, dass es sogar von Anfang an die gleiche Schriftart und diese Hackerl-Symbole war. Relativ minimalistisch und textbasiert, aber nach wie vor natürlich von der inhaltlichen Kompetenz her war eine sehr, sehr geballte Seite. Geht mir sehr oft so, dass ich sehr spezifische Suchen mache und dann landet man halt auf Reddit. VK in Russland. V-Kontakte ist nach wie vor sehr, sehr populär. Ich hatte mal vor einigen Semestern eine Studentin aus Russland und habe dann auch über VK gesprochen und sie hat mir dann ein paar sehr interessante Sachen gesagt. VK hat ja begonnen wirklich als eine 1:1 Kopie von Facebook. Aber VK hat ein sehr, sehr umfangreiches Videoportal und ich weiß nicht, ob das nach wie vor so ist, aber sie hat mir erklärt, dass der Hauptgrund oder die Hauptmotivation für die meisten Russen VK zu verwenden, der war, dass man dort eigentlich so ziemlich alles an Serien von, ja, Game of Thrones war damals gerade aktuell, sofort mit russischen Untertiteln oder in russischer Version, falls verfügbar, direkt nach der Ausstrahlung gefunden hat. Das war auch eine sehr, sehr populäre Videopiraterie-Plattform. Was allerdings weitgehend unterm Radar immer dahin gelaufen ist. Nicole, ja, ich stelle die Links zu den Videos auf Moodle. Die Videos sind an sich auch in den Aufzeichnungen drin. Es passiert allerdings manchmal, dass YouTube dann die eingespielten Videos rauskillt aus Copyright-Gründen. Meistens wegen der Musik. Wird VK zensiert? Nicht, dass ich wüsste. Ich muss allerdings auch zugeben, ich bin kein VK-Experte. Immer noch der Fall. Ja, Gratis-Musik, das ist natürlich ein sehr starkes Argument, weil technologisch hat sich VK im Vergleich zu Facebook relativ wenig weiterentwickelt. Das schaut immer noch ziemlich so aus wie Facebook 2013, 2014.
Aber wie gesagt, von den Nutzerzahlen her sehr populär, wenngleich vermutlich teilweise mit etwas anderer Motivation. Ja, und damit kommen wir zur letzten Frage von heute. Wie kann man Social Media definieren? Das kommt natürlich immer darauf an, welchen Aspekt man dabei besonders betonen möchte, aber ich habe uns mal einige gängige Definitionen rausgesucht. Ich verlinke das dann alles. Die kürzeste aus Merriam-Webster. Merriam-Webster definiert Social Media folgendermaßen: Forms of electronic communication, such as websites for social networking and microblogging, through which users create online communities to share information, ideas, personal messages and other content, such as videos. Also, Community-Aspekt steckt da drin und ein ganz wesentlicher Teil, nämlich eben das Sharing, also das Teilen von Informationen, das ja absolut konstituierend für Social Media ist. Sucht man im Internet nach Definitionen, dann ist natürlich der Weg zur Wikipedia auch nicht weit. Der erste Satz im Artikel über Social Media in der Wikipedia lautet: Social Media interactive computer mediated technologies that facilitate the creation or sharing of information, ideas, career interests and other forms of expressions via virtual communities and networks. The variety of standalone and built-in social media services currently available introduces challenges of definition. However, there are some common features such as, first, Social Media are interactive Web2O Internet-based applications. Ja, Social Media Plattformen findet man immer im Internet. Zweitens, User-generated content such as text posts or comments, digital photos or videos and data generated through all online interactions is the lifeblood of Social Media. Also das, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, diese Idee, dass man aufgrund der Nutzungssignale dann eben die Filterung implementiert. Drittens, users create service-specific profiles for the website or app that are designed and maintained by the Social Media Organization. Auch ein ganz wichtiger Aspekt, Social Media Plattformen sind, zumindest die großen populären, in der Nutzung gratis. Der Anbieter stellt die komplette Infrastruktur zur Verfügung. In der Regel beginnt die Nutzung damit, dass man sich ein Profil anlegt und dann eben ja, an der Kommunikation teilnimmt. Und der vierte Punkt, den Wikipedia hier nennt: Social Media facilitate the development of online social networks by connecting a user's profile with those of other individual groups. Da steckt ein ganz wichtiger Aspekt drin, vor allem wenn wir uns überlegen, was die Popularität oder die Attraktivität von Social Media denn letztendlich ausmacht. Die Verbindung von Menschen entlang gemeinsamer Interessen ist nämlich etwas, das geografische Distanzen auch relativ leicht überbrücken kann. Ich bin selber in Osttirol aufgewachsen, in einem relativ kleinen Ort, und da ist es halt so, je spezifischer die eigenen Interessen oder Hobbys sind, desto schwieriger ist es, Gleichgesinnte zu finden. Wenn Sie in einem Dorf mit 150 Einwohnern aufwachsen und der Einzige sind, der sich dort für den Bau mittelalterlicher Instrumente, und das ist eine ziemlich lebhafte Szene, interessiert, dann wird es schwierig sein, Gleichgesinnte zu finden. Online-Communities machen es relativ einfach, egal welches Interesse, sich mit Personen auf der ganzen Welt zu verbinden, sofern man in der Lage ist, die Sprachbarriere zu überwinden. Und das ist, denke ich, auch einer der Hauptmotivatoren, warum man das verwendet. Eine deutsche Definition habe ich uns auch noch rausgesucht von onlinemarketing.de. Die schreiben: Der Begriff Social Media beschreibt Webseiten und Apps, über die Nutzer Inhalte kreieren sowie teilen und sich vernetzen können. Zentrales Merkmal von Social Media ist die Interaktivität. Soziale Interaktion zwischen Nutzern sowie kollaboratives Schreiben prägen den Online-Dialog, die sogenannte Many-to-Many-Kommunikation. Nutzer erstellen Inhalte, User-Generated Content, auch ein Wort, das uns durch dieses Semester begleiten wird, oder besser gesagt drei Wörter, über die ein permanenter, zeitlich unbegrenzter Austausch mit anderen stattfindet. Social Media kann als Oberbegriff für diese Art sozialer Medien verstanden werden, aber auch als Terminus für eine Mediengattung. Das heißt, dass mit Social Media als Kategorie mehr verbunden wird als die Summe der Medienkanäle, zum Beispiel eine Erwartungshaltung gegenüber der Kommunikationsform. In diesem Fall müsste Social Media als Singular betrachtet vom Begriff der sozialen Medien abgegrenzt werden. Also ja, wie gesagt, Erwartungshaltung spielt da natürlich eine große Rolle. Unternehmen, die Social Media Kanäle einrichten, wecken damit eine Menge Erwartungshaltung.
bei der klassischen Pressemitteilung, die schickt man raus, die geht an Journalisten. Social Media bedingt auch immer, dass die Nutzer oder Konsumenten dann erwarten, dass ein Unternehmen, eine Person bis zu einem gewissen Grad zugänglich wird oder dann auch antwortet oder eben interagiert. Ein ganz wichtiger Teil der Erwartungshaltung. Verdienen Social Media Plattformen mehr durch Werbung oder den Verkauf von Daten? Im Wesentlichen mehr durch Werbung. Wobei das Problem natürlich ist, dass über diesen Aspekt des Datenhandels relativ wenig bekannt ist und vermutlich ein beträchtlicher Teil davon auch ja, tatsächlich durch Außenstehende sehr, sehr schwer nachzuvollziehen ist. Es gibt etliche, ich bin seit einigen Jahren in der Jury der NetIDEA, das ist so eine österreichische Internetfördergeschichte, die im Wesentlichen Einreichungen fördert, die zwar nützlich sind für die Weiterentwicklung des Internet, aber als kommerzielles Service nicht bestehen könnten. Und da kriegen wir sehr viele Einreichungen, die auch in Richtung Privacy gehen. Und da gibt es sehr viele Untersuchungen. Es gibt natürlich, Datenhandel spielt da ganz beträchtliche Rolle. Wobei, ich würde sagen, ein Teil des Einkommens, des Social Media Plattformen mit Werbung generieren, hat ganz stark damit zu tun, dass diese Plattformen in der Lage sind, sehr genaue Interessensprofile zu erstellen. Das bedeutet, wenn ich über einen Nutzer weiß, der interessiert sich für Fotografie oder vielleicht sogar noch viel spezifischer, der interessiert sich für Makrofotografie im Freien, dann ist es vergleichsweise leicht, dem sehr passende Produkte oder sehr passende Werbung anzuzeigen, was natürlich die Wirkung dieser Werbung oder die resultierenden Verkäufe sehr steigern wird. Das hat noch nichts mit Datenhandel zu tun. Das sind die Profile, die die Plattformen selbst anlegen. Datenhandel würde ja dann bedeuten, dass Social-Media-Plattformen diese aggregierten Nutzerdaten an irgendwen verkaufen, damit der oder in weiterer Folge etwas damit anfangen kann. Spätestens seit der DSGVO ist diese Form von Datenhandel, zumindest wenn es um personalisierte Daten geht, natürlich weitgehend untersagt. Also wie gesagt, es gibt dazu keine offiziellen Aussagen. Auf der anderen Seite sind natürlich die Begehrlichkeiten recht groß, weil wie gesagt, je mehr ich über jemanden weiß, desto genauer kann ich ihn erreichen. Ist allerdings eine Sache, die bei Weitem nicht nur bei Social-Media-Plattformen eine Rolle spielt. Sie können, das hat vor einigen Monaten für ein kleines Skandelchen in der einschlägigen Fachpresse gesorgt, Sie können auch bei der österreichischen Post politische Präferenzprofile einkaufen und dann beispielsweise Ihre Werbung nur Personen zustellen lassen, von denen die österreichische Post denkt, dass sie teilweise tendenziell SPÖ-Wähler oder eben FPÖ-Wähler sind. Die Zuordnung ist allerdings sehr, sehr fragwürdig. Aber ja, wie gesagt, die Motivation für Datenhandel ist natürlich immer, möglichst viel über den Nutzer zu wissen. Dave, können Sie sich zu der Netflix-Doku der Social Dilemma äußern? Beziehungsweise, wie sehen Sie die Zukunft mit den Gefahren von Social Media? Ja, ich war wahnsinnig enttäuscht von der Doku. Die ist mir mehrfach empfohlen worden. Aber es ist, ja, wie sagt man, alter Wein in neuen Schläuchen. Recht sensationsheischend aufgemacht. Irgendwas stimmt da nicht mit Social Media. Es ist letztendlich eine Frage des Regulativs oder sagen wir so, es ist ein Diskurs, den wir schon sehr oft hatten. Der Beginn der strukturierten wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Manipulationspotenzial und mit dem Beeinflussungspotenzial von Medien, der geht auf die Hovland-Gruppe zurück. Das war der Beginn der Struktur, also der Wirkungsforschung, Medienwirkungsforschung, und diese Hovland-Gruppe in den USA, die hat deshalb ihre Forschungen aufgenommen, weil vor allem die amerikanischen Wissenschaftler sich kaum oder Psychologen sich sehr schwierig erklären konnten, wie die Etablierung des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland möglich war. Und man war sich eigentlich in der wissenschaftlichen Community sehr, sehr uneinig darüber, welche Rolle denn dabei Massenmedien gespielt haben. Stichwort Volksempfänger oder eben auch die Inszenierungen der Nazis und so weiter. Und in dieser Hovland-Gruppe hat man dann eben über Jahre hinweg untersucht, wie kann man Personen mit Medien systematisch beeinflussen. Die Ergebnisse waren relativ weit von dem weg, was man sich erwartet hätte. Tatsächlich ist das Beeinflussungspotenzial von Medien vergleichsweise gering. Es scheint vielmehr so zu sein, dass Mediennutzer dazu neigen, jene Medien zu konsumieren, die ihre Einstellungen bestätigen. Das bedeutet, jemand, der tendenziell ausländerfeindlich eingestellt ist, wird auch eher ausländerfeindliche Tageszeitungen lesen, während ein Liberaler vielleicht tendenziell eher zum Standard greift.
Das, was er oder sie dort liest, wird seine oder ihre Meinung tendenziell bestätigen. Es ist aber eher der Ausnahmefall, dass das Umgekehrte passiert und dass sich Einstellungen oder Meinungen tatsächlich durch Medien ändern. Wenn man diese Ergebnisse der HoloLens-Forschungsgruppe ernst nimmt, dann ist das, was Social Media tun, dieser Verstärkereffekt oder der oft kritisierte Bubble-Effekt, eigentlich nur eine relativ konsequente Implementierung dessen, wie unser Kommunikationsverhalten ohnehin funktioniert. Ich möchte an dieser Stelle aber auch anmerken, dass Eli Parisa, der Soziologe, der den Begriff der Bubble geprägt hat, mittlerweile in seinen aktuellen Veröffentlichungen auch angibt, dass er sich seiner eigenen Meinung nach geirrt hat mit dieser Bubble, dass er diesen Bubble-Effekt sehr, sehr überbewertet hat. Was bedeutet dieser ja, Confirmation Bias ist das der richtige Terminus dazu, genau. Und dieser Confirmation Bias spielt in der Medienkonsumation generell eine sehr, sehr bedeutende Rolle. Bei Social Media kommen jetzt allerdings noch neue Faktoren hinzu. Bei den klassischen One-to-Many-Medien fiel ja dieser Aspekt der Personalisierung weg. Und nur anekdotisch, Corinna Milborn kennen Sie vermutlich. Die Corinna Milborn hat mal einen ganz interessanten Fall geschildert, wo sie was gepostet hat auf Facebook und dann jemand sehr, sehr ausfällig geworden ist, sich sehr negativ über Ausländer geäußert hat. Und letztendlich hat das Ganze dann drin kulminiert, dass sie sich mit diesem Typen getroffen hat, weiß nicht, im Caféhaus oder bei ihm zu Hause mit seinem Rechner, und ihr große Erkenntnis war, der sieht auf Facebook etwas vollkommen anderes als ich. Also es war tendenziell jemand, der sich durchaus ideologisch in der rechten Szene bewegt und dementsprechend auch einschlägige Freunde, Seiten und so weiter abonniert hatte, wo halt dann die einschlägigen AfD-Memes geteilt werden und wo die Facebook-Timeline im Wesentlichen ein einziger Feed voller Paranoia und Ausländerfeindlichkeit ist. Das ist nicht schön und es widerspricht sehr stark dem, was wir uns unter objektiver Meinung vorstellen, wobei es natürlich der Begriff objektive Meinung tendenziell sehr stark zu hinterfragen wäre. Nochmal, auch in dem Fall ist dieser Bubble-Effekt sozusagen mehr ein Confirmation-Bias. Und natürlich, es wäre schön und im Hinblick auf unsere demokratisch organisierte Gesellschaft auch wünschenswert, wenn Meinungspluralität auch so entstünde, dass man sich möglichst viele verschiedene Meinungen zu Gemüte führt. Aber in der Praxis ist es kaum so. Jetzt kann man natürlich schon sagen, aufgrund ihrer technologischen Struktur, aufgrund der Möglichkeit, Informationen in Echtzeit zu verbreiten und nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass es für jeden ziemlich einfach ist, dort Informationen online zu stellen, bieten soziale Medien einen sehr komplexen Nährboden für Fake News. Es ist die Verifikation von Informationen, die haben wir vor digitalen Medien im Wesentlichen an Institutionen ausgelagert, an die bereits vorher erwähnten Gatekeeper, an Redaktionen. Vertrauen in den Ersteller von Informationen, ich gehe davon aus, dass Artikel in der New York Times erscheinen oder in der Presse erscheinen, sorgfältig recherchiert sind, handwerklichen, journalistischen Standards entsprechen und so weiter. Digitale Medien machen Verfahren sehr einfach, Identitätsklau, Identitätsdiebstahl. Man kann sich sehr leicht als jemand anderer ausgeben. Es ist recht einfach, Identitäten zu fälschen. Und aufgrund der schnellen Verbreitung können sich dort falsche Informationen auch rasend schnell ausbreiten. Letztendlich, so sehe ich zumindest persönlich so, ist das ganze Thema allerdings eher eine Frage der Medienkompetenz. Man wird die Filterung von Informationen, das ist ein schönes Wunschdenken, aber die wird man niemals an irgendwelche Maschinen oder Algorithmen auslagern können. Die passiert doch in erster Linie da oben drin. Arbeitet der Algorithmus nicht so, beispielsweise bei YouTube gezielt dafür, beim Schauen eines Verschwörungsvideos weitere Verschwörungsvideos anzuzeigen? Selbstverständlich. Ob das die Schuld des Algorithmus ist, ist die Frage, weil wenn man sich das Ganze anschaut, wenn man dem dann quasi gegenteilige Videos präsentieren würde, würde es vielleicht dazu führen, dass sich der eine oder andere anschaut, aber die Frage ist, dazu müsste ja die Plattform eine Vorstellung vom Inhalt des Videos haben. Und tatsächlich werden deshalb ähnliche Videos angezeigt, weil alles, was diese Social Media Plattformen und gerade bei YouTube ist es so, empfehlen, speist sich aus zwei Quellen. Zum einen Videos oder beziehungsweise Kanäle, die ich aktiv abonniert habe, die mir dann empfohlen werden. Und zum anderen, wenn man ein Video anschaut und dann am Ende dieses Videos weitere Videos empfohlen werden, dann basieren die immer auf Big Data Analysen. Also welche Videos haben sich andere Personen, die das vorige Video angeschaut haben, auch angeschaut. Die Keywords im Titel spielen auch eine Rolle, aber es ist tatsächlich so,
dass diese Funktion in erster Linie das ist, was wir, gerade im Fall von YouTube sieht man das sehr gut, was wir uns erwarten auch bei der Nutzung dieser Medien. Viele von Ihnen nutzen selber vermutlich YouTube sehr stark und immer sehr leicht zu sagen, aber wenn man das anders machen würde, dann wäre das für die Demokratie förderlicher. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie interessieren sich für das Trompetenspielen und schauen sich einschlägige Videos an und YouTube empfiehlt Ihnen dann jedes Mal Ziehharmonika, Schlagzeug oder andere Videos. Das würde Ihr Nutzererlebnis nicht unbedingt verbessern. Man könnte auch sagen, YouTube, Instagram sind sehr stark im Entertainment-Bereich verortet. Natürlich spielt da politische Information auch immer eine Rolle. Aber die Frage ist, gäbe es wirklich ein besseres, ich glaube, die Meinungsvielfalt oder Pluralität, um die muss man sich selber kümmern. Ich glaube, die kann man nicht an einen Algorithmus auslagern, in keinster Art und Weise. Aber ja, wie gesagt, natürlich tendenziell wirkt das Ganze selbstverständlich meinungsverstärkend. Auf der anderen Seite, ein Gegenpol dazu wäre sozusagen, wenn wir als Gesellschaft, steht auch die Frage dahinter, wie stark glauben wir als Gesellschaft an unsere demokratische Verfasstheit oder wie stark muss eine Gesellschaft das auch aushalten? Weil jede andere Variante ging ja dann ja sehr schnell in Richtung Bevormundung. Social Media funktionieren in dieser Art und Weise, weil sie letztendlich unser normales, durchschnittliches Mediennutzungsverhalten reflektieren und damit sicherlich auch zum Teil verstärken, aber genau das ist ja das Wesen von Big Data Analysen. Wir bekommen mehr von den Themen, mehr von den Personen oder Absendern, an denen wir Interesse signalisiert haben. Und damit abschließend, wie kann man Social Media definieren? Da gibt es 7 Kriterien, die auch eine ganz gute Einordnungsmöglichkeit dann bieten. Und zwar der erste Aspekt ist Identität. Die Nutzung von Social Media geht immer einher mit einer persönlichen Repräsentation. Ich habe auch vorher schon erwähnt, bei der Verwendung einer Social Media Plattform legt man sich in der Regel zuerst mal ein Profil an. Auf Twitch ist das relativ minimalistisch angelegt, auf LinkedIn oder Facebook kann man da viel mehr Informationen unterbringen. Aber es ist eine Repräsentation. Eine digitale Repräsentation. Das ist einmal nur ein Profil, das für sich allein steht, ist das erste Social Network, das Classmates. Da gab es überhaupt keine Publishing-Funktionen, sondern es bestand nur aus den Profilen, die durchsuchbar waren. Also ihr kennt den Namen eines Klassenkameraden und das Abschlussjahr oder das Jahr gibt es ein und findet dann zu dir. Aber der zweite wesentliche Bestandteil von Social Media sind natürlich Konversationen, Unterhaltungen, Gespräche, wie auch immer man das nennen will. Die sind unterschiedlich strukturiert, je nachdem wie das Social Network aufgebaut ist. Wenn Sie beispielsweise an Twitter denken, früher mal 160 Zeichen Limit, mittlerweile auch längere Tweets möglich. Auf Facebook können Sie im Wesentlichen so lange schreiben, wie Sie wollen. Also je nachdem, welche Interaktionsformen diese sozialen Medien erlauben, so entwickeln sich dann auch die Gespräche. Aber tendenziell sind Kommentare oder Anmerkungen zu den einzelnen Inhalten natürlich ganz, ganz wichtig. In Kombination damit Sharing oder Teilen, das Veröffentlichen von Informationen, die Möglichkeit, Status-Updates oder im Fall von YouTube etwa Videos zu posten, ist ein ganz, ganz konstituierender Bestandteil. Ich denke, die 3 Teile sind relativ klar und offensichtlich. Es gibt dann aber auch noch einige weitere sehr wichtige Funktionen von Social Media. Präsenz. Präsenz ist im Wesentlichen damit verbunden, dass digitale Medien ermöglichen, mir herauszufinden, wo sich bestimmte Personen aufhalten oder irgendwelche Geolocation-Services implementieren. Foursquare oder mittlerweile auch Facebook Places und so weiter binden diese digitale Sphäre oder diese digitale Welt auch an die reale analoge Welt an. 5. Bereich, ganz, ganz wichtig. Relationships.
im Lauf der Zeit, in der Nutzung, Lernen dieser Social Media Networks natürlich, wer interagiert häufig mit wem, welche Verbindungen, welche Connections und auch welche Netzwerke bilden sich daraus. Dieses Formen von Netzwerken, es ist ja nicht so, dass auf Facebook jeder mit jedem spricht, sondern eine Menge von Untergruppen, die da kommunizieren, und dieser Netzwerkaspekt spielt auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Auch damit verbunden, und das ist was anderes als der erste Bereich der Repräsentation oder Identität, ist die Reputation. Im Wesentlichen bedeutet Reputation den Aufbau von digitalem Vertrauen. Das spielt in vielerlei Bereichen eine Rolle. Wenn ich mir einen Coach suche, der mich stimmlich auf Vordermann bringen soll, weil ich nächste Woche irgendeinen Vortrag halten muss, und ich schaue mir die Social Media Profile von verschiedenen Personen an, dann ist ein ganz wesentlicher Faktor, für wen ich mich dann entscheiden werde, wenn ich anfragen werde, natürlich die Sympathie. Bauchgefühl spielt da immer eine große Rolle. Aber letztendlich, und sozusagen, da ist Sympathie auch eine Funktion davon, das Vertrauen, das man jemandem entgegenbringt, und die Reputation, die wer auf Social Media hat. Und im Gegensatz zur Identität oder zur Reputation, im Gegensatz zur Identität zu Punkt 1, ist die Reputation natürlich nicht etwas, das man nur selber in der Hand hat, sondern das auch ganz wesentlich mit dem zu tun hat, was andere über einen sagen oder was andere schreiben oder kommentieren. Wenn ich behaupte, der relevanteste Instagram-Reise-Influencer zu sein, und mein Account hat zwar 2 Millionen Follower, aber es gibt kaum Kommentare oder Interaktion oder geschweige denn Stories, dann wird das relativ schnell durchschaubar sein. Das heißt, Reputation entsteht auf Social Media Netzwerken nie ausschließlich in Solitude, in Einsamkeit, sondern im Zusammenspiel mit dem Netzwerk. Und das siebte sind Gruppen oder Communities. Facebook ist ja derzeit, sage ich mal, nicht gerade das populärste Netzwerk, vor allem nicht bei Nutzern unter 25. Der Teil von Facebook, der momentan am meisten Aktivität erlebt und auch am besten funktioniert, sind die Gruppen, die oft sehr, sehr, sehr spezifisch themenzentriert sind. Auch ein wichtiger Aspekt. Und dann ist es natürlich so, dass diese sieben sozusagen konstituierenden Eigenschaften von Social Media nicht bei jedem Netzwerk die gleiche Rolle spielen. Man kann jetzt hergehen und einzelne Netzwerke auch danach analysieren oder klassifizieren, wie sie oder welche Rolle oder welcher dieser Blogs die größte Rolle spielt. Wenn Sie an LinkedIn beispielsweise denken, ein Netzwerk, das sehr, sehr stark oder quasi ausschließlich im beruflichen Bereich verortet ist, da spielt der Aspekt Identität eine ganz, ganz zentrale Rolle. Natürlich geht es auch um Relationships, um Reputation. Würde ich sagen, ist das zweitstärkste, das ist da auch etwas grauer Deutschland, Relationships. Sharing ist mehr ein Mittel zum Zweck, ebenso wie Konversationen, Gruppen spielen dort eher weniger eine Rolle. Foursquare, ein Geolocation-Network, da geht es ganz, ganz viel um Präsenz natürlich. Bei Foursquare haben Sie die Möglichkeit, Orte virtuell einzutragen, beziehungsweise auch Ihre Besuche bei Orten. Es geht um Relationships. Die Idee von Foursquare ist, wie kann ich rausfinden, ob sich Freunde von mir in der Nähe befinden oder welche Orte die besucht haben, und um Identität. Bei YouTube ist Sharing ganz zentral. Conversations spielen eine große Rolle, wenn Sie an die Kommentare zu den einzelnen Videos denken. Während bei Facebook vor allem Identität, Conversations, Relationship stark im Vordergrund stehen und die Bereiche Sharing und Groups mittlerweile auch. Das heißt, es sind unterschiedliche Profile und unterschiedliche Schwerpunkte, die einzelnen Netzwerke da setzen. Und zugleich ist es natürlich auch so, dass die Motivation, mit der die Nutzer ein Social-Netzwerk verwenden, ganz unterschiedlich sein kann. Sie gehen, wenn sie nicht gerade selber professionelle Influencerin oder professioneller Influencer sind, auf Instagram, um sich dort zu unterhalten, durch ein Feed zu scrollen. LinkedIn wird mit einem sehr starken beruflichen Fokus verwendet. Twitter sehr viel im PR-Bereich, sehr viel auch zur Recherche. Aber das sind unterschiedliche Motivationen, und die wirken sich natürlich in Kombination mit den unterschiedlichen technischen Setups auch stark darauf aus, wie Social-Media-Netzwerke genutzt werden. Nein, ein ganz wichtiger Faktor, den man natürlich nie aus den Augen verlieren sollte: wenn wir von Medien sprechen, im klassischen Massenmedien, dann ist damit eigentlich immer die Kombination aus Technologie und Inhalt gemeint. Wenn ich davon spreche, dass eine Zeitung ein Massenmedium ist, dann inkludiert es sowohl das Papier
die Drucktechnologie, die Distribution dieser Zeitung und die Inhalte der Zeitung. Social Media hat auch in dieser Hinsicht eine ganz, ganz starke Besonderheit. Denken Sie an den Aspekt des Sharing. Social Media sind im Wesentlichen Infrastruktur, leere Plattformen, Facebook, Twitter, LinkedIn erstellen selber keine Inhalte, sondern die kompletten Inhalte werden eben von den Usern erstellt. Die Aufgabe dieser Plattformen ist es, diese Inhalte zu strukturieren, Schwerpunkte zu setzen. Und wie gesagt, das kann man natürlich in vielfacher Hinsicht kritisieren, aber der Punkt ist letztendlich, wir bekommen auf Social Media das, was unser Netzwerk, unsere Kontakte, unsere Freunde ebenso von sich geben. Gehört zur Reputation auch Impression Management? Meiner Ansicht nach auf jeden Fall ja. Das ist tatsächlich in meiner sonstigen Arbeit ein ganz zentraler Teil. Ich bin, das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen, ich bin seit 20 Jahren selbstständig, mache in erster Linie digitale Strategieberatung. Meinen Kunden spielt LinkedIn die größte Rolle. Und Impression Management, das hat man jetzt noch einmal gesehen in den Covid-Zeiten. Also, wie gesagt, sehr viel mehr Erstkontakte komplett online passieren. Ich habe da vor kurzem eine sehr interessante Statistik dazu gelesen aus den Niederlanden. Die Niederlande sind nicht gerade repräsentativ für den Rest von Europa. Die sind sehr flach. Sie hatten sehr früh, sehr, im ganzen Land sehr schnelle Internetleitungen. Sind ein äußerst, äußerst durchdigitalisiertes Land. Eines der digitalsten Länder in Europa, wenn man so will. Auch im Konnex mit der protestantischen Mehrheit eine sehr liberale Medientradition. Und in dieser Untersuchung war die Rede davon, dass, ich glaube, die haben das gemacht Ende 2019, also ungefähr ein Jahr her, dass in 92% aller Fälle, wenn man sich einen Termin ausgemacht hat, ein Meeting, egal ob online oder face-to-face, dass 92% aller Meeting-Teilnehmer vor diesem Meeting online recherchieren, sich den Namen googeln oder auf LinkedIn nachschauen, wer ist es, was macht er. Und das hat natürlich an dieser Ersteindruck, den wir da bekommen von jemandem, der beeinflusst ganz, ganz wesentlich den weiteren Verlauf des Gesprächs. Das wird Ihnen jeder erfahrene Vertriebstrainer sagen können, jeder Autoverkäufer bis hin zu jedem Vortragenden, der regelmäßig auf einer Bühne steht. Dieser Ersteindruck ist später sehr, sehr schwierig zu revidieren. Und der ist tatsächlich ein ganz, ganz beträchtlicher Teil des Reputation Managements. Und da gehört Social Media insofern eben dazu, wenn Sie sich heute überlegen, es ist jetzt gar nicht so wichtig, ob jemand selber eine Social Media Plattform benutzt und beispielsweise auf Instagram nach mir sucht, wo ich vielleicht sowieso einen anderen Namen habe. Es reicht ja auch, wenn der meinen Namen googelt. Je nachdem, wie aktiv ich auf verschiedenen Social Media Plattformen bin, werden zumindest LinkedIn, Facebook und Twitter recht schnell auf der ersten Seite angezeigt werden. Das heißt, diese Dinge, die man da auf Social Media von sich gibt, die gehören natürlich auch oder die formen heutzutage einen ganz, ganz zentralen Bestandteil des gesamten Bildes, das man von sich selber zeichnet. Ja, war heute etwas länger als geplant bei der ersten Einheit. Danke fürs Live dabei sein. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen.